meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo. Heute möchte ich euch diese Lavendelmonster vorstellen. Diese mache ich jedes Jahr für meine Wollkisten. Diese sind ganz schnell und einfach gemacht und duften einfach herrlich. Ich verwende verschiedene Farben von Baumwollgarn. Heute habe ich mir ein Burgunderrot ausgesucht. Dazu benötigen wir auch noch die passende Häkelnadel, in diesem Fall eine 3,5. Für die Füllung verwenden wir etwas Füllwatte und frischen Lavendel aus dem Garten. Außerdem benötigen wir noch etwas weiße und schwarze Wolle für die Augen. Und da dieses Garn bei mir ein wenig dünner ist, habe ich mir noch eine Häkelnadel Nummer 2 zurechtgelegt. Und für diese Haare auf der Seite benötigen wir einen Kamm und einen Knüpfhaken. Diese sind jedoch nur optional. Wie ich das Ganze häkle, zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit den Augen, mit diesen zwei Augen, die legen wir dann zur Seite und nähen sie ganz zum Schluss auf. Wir beginnen jetzt mit diesem linken Auge und nehmen dazu unsere weiße Wolle. Also wie ihr seht, die ist ganz dünn, deswegen auch eine Häkelnadel Nummer 2. Ich mache einen Magic Ring und häkel eine Luftmasche. In diesen Magic Ring mache ich 6 feste Maschen. 2, 3, 4, 5 und 6. Ziehe den Magic Ring zusammen und in der zweiten Runde häkeln wir in jede Masche 2 feste Maschen. Also wir verdoppeln jede Masche. Insofern ich hier reinkomme, so. Also in jede Masche 2 feste Maschen. Die Augen sind meistens die größte Futzelarbeit. So. Nach dieser Runde haben wir dann insgesamt 12 feste Maschen. So. Wir schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Diesen Faden hier lassen wir etwas länger, denn den brauchen wir, um danach das Auge anzunähen. Nun schneiden wir uns etwas von der schwarzen Wolle ab, also einfach nur so ein 20 cm lange Schnur und fädeln das Ganze auf eine Nadel auf. Jetzt stechen wir hier an einer Masche einfach hinein und machen nun diesen Zwinkerschlag. Dafür machen wir einmal einfach quer, fahren wieder in dieselbe Masche, ziehen den Faden durch und nun etwas weiter oben, wieder in die gleiche Masche hinein und dasselbe
etwas weiter unten. Jetzt können wir diese drei Fäden vernähen. Diesen langen lassen wir noch übrig. Wir kommen zum zweiten Auge. Hier beginnen wir mit dem schwarzen Garn. Auch hier, das ist nämlich so ein Filet-Häkelgarn. Deshalb auch wieder Nadelstärke Nummer 2. Wir machen einen Magic Ring und häkeln in diesen Magic Ring wieder 6 feste Maschen hinein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ziehen den Magic Ring zusammen und nun wechseln wir zu der weißen Wolle. Wir machen in die erste feste Masche, die wir gehäkelt haben, eine Kettmasche mit der neuen Farbe, häkeln eine Luftmasche und jetzt in jede Masche 2 feste Maschen. Wieder 12 Maschen nach dieser Runde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und verbinden das Ganze mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, die wir gehäkelt haben. Auch hier den Faden wieder etwas länger lassen. Denn den benötigen wir wieder zum Annähen. Wir maschen das Ganze ab und auch hier diese Fäden werden vernäht und der lange lassen wir so. Nun legen wir die Augen beiseite und wir beginnen mit dem Körper von dem Lavendelmonster. Wir nehmen dazu unser buntes Garn, machen einen Maschenanschlag und schlagen insgesamt 9 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für die erste Runde häkeln wir jetzt in die zweite Masche Abnadel 2 feste Maschen hinein. In die nächsten 6 Luftmaschen häkeln wir jeweils eine feste Masche. 2, 3, 4, 5. 6 und in diese letzte machen wir 3 feste Maschen. 1, 2, 3 und nun können wir auf der anderen Seite der Luftmaschenkette wieder entlang häkeln. Wir machen jetzt, da wir bei der ersten Masche schon die 2 festen Maschen gemacht haben, und am Schluss die 3 benötigen wir in der letzten Masche nur noch eine feste Masche. Das heißt, wir häkeln in die nächsten 7 Maschen jeweils eine feste Masche hinein. 1, 2, 3,
4, 5, 6 und in die letzte 7. Wir schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die erste feste Masche und beginnen mit einer Luftmasche. In der zweiten Runde häkeln wir in die ersten 2 Maschen jeweils 2 feste Maschen. 1, 2 und in die nächste auch. 1, 2. Nun ergibt sich für die Unterseite für den Boden dieses Oval. Auf dieser geraden Seite häkeln wir jetzt in die nächsten 6 Maschen jeweils eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und in die nächsten 3 Maschen, also um diese Kurve herum, jeweils 2 feste Maschen in jede Masche. 1, 2, 1, 2 und das letzte Mal 1, 2. In die nächsten 6 Maschen wieder immer nur eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in die letzte feste Masche wieder 2 feste Maschen. Wir schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die erste feste Masche und so sieht unser Oval nun aus. In der dritten Runde beginnen wir wieder mit einer Luftmasche. Und in dieser Runde häkeln wir hier diesen Boden und hier häkeln wir immer nur in das hintere Maschenglied hinein, damit unser Münsterchen danach auch besser stehen kann. Also, wir haben eine Luftmasche gemacht und machen jetzt in jede Masche eine feste Masche in das hintere Maschenglied. Insgesamt in dieser Runde sind das 24 Maschen. Also hier, wo wir die Kettmasche gemacht haben, zählt auch als Masche und immer in das hintere Maschenglied. 3, 4, 5, 24. Hier wechseln wir von den geschlossenen Runden zu den Spiralrunden und dafür stechen wir ganz normal, also nach dieser 24. Masche, stechen wir ganz normal in die erste feste Masche dieser Runde hinein und machen keine Kettmasche, sondern eine feste Masche. Von der Runde 4 bis 13 häkeln wir in Spiralrunden in jede Masche eine feste Masche. Das sind insgesamt 10 Runden. Also immer in jede Masche eine feste Masche durch beide Maschenglieder hindurch und das Ganze insgesamt 10 Runden. Also bis inklusive Runde 13. Für all jenen, die eine schriftliche Anleitung noch dazu möchten, die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Nach 10 gehäkelten Runden, also insgesamt bei Runde 13, sieht das Ganze nun so aus.
Und wir häkeln, wenn ihr das so flach hinlegt, hier an der Seite in die Masche eine Kettmasche. So fällt der Übergang von den festen Maschen zu den zum Zusammenhäkeln danach nicht so auf. So, wir ziehen jetzt hier ein wenig am Faden und nun füllen wir das Ganze. Dafür nehmen wir etwas von unserer Füllwatte, machen das so flach, nehmen etwas von dem frischen Lavendel aus dem Garten und machen hier wie so ein Päckchen. Danach stopfen wir das Monster gut aus. Und jetzt häkeln wir oben diese Öffnung mit Kettmaschen zusammen. So. Immer im inneren Maschenglied und einfach mit Kettmaschen zusammenhäkeln. Und in die letzten zwei Maschen. Danach den Faden abschneiden und vernähen. So, nun sieht das Ganze so aus. Und jetzt machen wir hier diese Haare. Dafür schneiden wir in der gleichen Farbe, wie wir das gehäkelt haben, 8 Fäden mit ca. 10 cm Länge ab. Wir benötigen pro Seite 4 Faden. Und hier verwende ich diesen Knüpfhaken. Ich fahre hier oben einfach an einer Seite zwischen zwei Maschen hinein. Ziehe einmal diese 4 Faden durch. So. Und nun hier diese Enden werden durch diese Schlaufe gezogen. Das Ganze festziehen und das wiederholen wir hier auf der anderen Seite auch wieder diese 4 Fäden. So. Und auch hier festziehen. So, jetzt schneiden wir das Ganze hier oben etwas ab und auf der anderen Seite auch, also so circa 2 cm Länge. Und nun nehmen wir unseren Kamm und kämmen diese Haare, also im Prinzip entzwirnen wir einfach das Garn. Einfach ein paar Mal durch diese Stränge durchfahren. Also ihr könnt das auch ganz normal so lassen, aber ich finde, dann sieht das Ganze noch etwas schicker aus. So, nachdem wir das so gekämmt haben, kürzen wir das Ganze wieder etwas und bringen es
in Form. So. Das wiederholen wir bei der anderen Seite auch und nähen noch unsere Augen einfach hier mittig aufnähen. Und danach ist unser Lavendelmonster auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die kostenlose schriftliche Anleitung findet ihr unten in der Infobox, genauso wie alle anderen wichtigen Informationen zum Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dem Video ein Like hier lassen würdet. Bis zum nächsten Mal.